Wir riskieren es. Nein, Mist! Bevor du reagieren kannst, stürzt sich ein Rüebelhemd auf die Kreatur. Ein anderer stach mit einem Speer auf sie ein. Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir wieder mal gegen den Jäger verkackt und es hat mir den letzten Nerv gekillt. Und wir sind wieder am Anfang. Mal schauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, gerade soll ich jedes Mal, wenn wir draufgehen, die ersten zwei Welten bis außer den Boss überspringen und einfach kurz zusammenfassen, was wir freigeschalten haben, was wir gekriegt haben. Soll ich das so machen? Wie viel Schaden macht der Kojote? 2. Machen wir den hier gegen das Stachelschwein. So. Brauche ich 2 Stück. Buschratte. Zack, zack. Oh, das Ding ist verreckt. Ah, 2 Damage. Oh Gott, wir gehen jetzt gleich schon wieder drauf. Nicht gut. Ich brauche den Wolf. Und nehme ich alle Felsen. So, perfekt. Zack. Hier das Wolfsjunges. Mir ist aufgefallen, beim Cutten der letzten Folge, wo ich durchgedreht bin, haben wir aus Versehen wieder eine OP-Karte erschaffen. Also eine Papyrus-Stufen-OP-Karte. Aber mal schauen. Mal hoffen, dass wir eine freischalten. Macht 2 Blut. Oh, wir haben Timberbone. Lagerfeuer. Das knisternde Feuer erhellte die ausgezehrten Gesichter einer Gruppe Überlebenden. Wir haben nichts zu essen, sagte einer. Aber vielleicht kommt eine deiner Kreaturen zu uns, um ihre Gesundheit zu steigern, fragte eine andere. Gesundheitssteigerung. Ja, Ochsenfrosch, hier. Zack, 4. Lass sie hier, sagte eine Überlebende. Die Kreatur konnte noch mächtiger werden. Doch die Überlebenden wirkten mit jeder Sekunde hungriger. Wolltest du dein Glück heraus oder ziehst du dich zurück? Yes! Du scheinst Glück zu haben. Konntest du noch einen Moment riskieren? Dir fiel auf, dass eine Überlebende ihre Speere beunruhigend fest umklammerte. Wolltest du ein Glück weiter heraus oder läufst du weg? Ich gehe weg. Das Feuer wärmte die erschöpfte Kreatur und steigerte ihre Gesundheit. Hier kam der Verdacht, dass die Absichten der Überlebenden nicht ganz lauter waren. Mit deiner Kreatur im Schlepptau zog sie sich in den Wald zurück. Yes, der Ochsenfrosch ist jetzt mittlerweile sehr stark. Der hat 6 HP, ja Mann. Jawoll! Sagt das Hermelin. Ah, Digga, Sperlinge. Hasse die Viecher. Ich brauche ein Eichhorn und dann machen wir das so. Und so. Ja. Eichhorn. Da hier, das Hermelin dahin. Diese Stelle. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Zum Glück hat... Das war eine gute Entscheidung, einen Ochsenfrosch zu dingsen. Zu leveln, also dass er mehr Leben hat. Weil, oh mein Gott, er besteht richtig krass gegen die Ding. Gegen... Sperling, nutze mich klug. So, gewonnen. Sehr gut. Ich will noch kurz schauen, können wir uns noch... Gibt's hier was Neues? Eichhörnchen, Leichenmann. Wir haben ein neues Bild, warum auch immer. Boah, so viele Versuche hatten wir mittlerweile. Das ist gestört. Weiß halt nicht, was der bringt. Was hast du zu sagen? Oh, die Qualen. Hier ist ja auch nichts mehr drin, oder? Nee, da ist nichts mehr drin. Sehr viele Zähne, aber ich weiß immer noch nicht, was die Pilze bringen. Okay, das bringt mir auch nichts.
Ich werde dich das gern benutzen lassen, aber nicht jetzt. Okay, ihn anklicken kann ich auch nicht. Okay, dann machen wir weiter. So, neue Karten, bitte. Der arbeitsame Biber, wenn er ausgespielt wird, baut er angrenzend Dämme. Okay. Ich möchte aber Papyrus oder Hans. Ich nehme die Elster mit. Die Schnitzerin. Die greise Holzschnitzerin erschien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihres hohen Alters mit einem gewissen Elan. Abtauchen oder... Ja, wir nehmen das hier. Wölfe werden direkt ausgespielt. Du bücktest dich, um ihre Ware in deinem Rucksack zu verstauen. Als du wieder aufsaßt, war die uralte verschwunden. Uralte Frau verschwunden. Kampf gegen den Goldsucher. Aber die Bosskämpfe finde ich eigentlich noch nice. Mit der Musik und dem Surround. Die Bäume schienen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel niederwallte. Ein unheimliches klirrendes Geräusch drang durch den Nebel. Stellst dich meinem Gold in den Weg, verdammt, noch eins! Ich nehme mal den Ochsenfrosch für den Kojoten. Ich will noch nicht zu viel ausspielen. Ich glaube, das überlebt nicht wegen dem Kojoten. Fällt mir gerade auf. Mist. Hab überhaupt nicht überlegt. Kaninchenfell. Hier hinstellen. Machen so. Sonst wäre es, glaube ich, gerade wieder komplett schief gelaufen. Warte mal noch eine Runde. Hallo wieder mal. Ich spiele noch den Krüppelwolf aus. Sei gegrüßt. Ich sollte jetzt drauf gehen. Genau, jetzt verwandelt er eben die in Gold. Darum habe ich nicht mehr ausgespielt. Es ist Gold in diesen Karten. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. Der Bluthund. Erstmal Stinkwanze. Dann kann ich gerade nicht ausspielen. Ein Damage. Angriff! Oh, hier. Zack. Zack. 2-4. So. Ah, Timberborn ist ja sowieso giftig, also. Postzeit, hm? Sollte, glaube ich. Ne, es reicht noch nicht ganz. Aber jetzt sollte es reichen. Oh, ich habe wieder noch gerade Karten gekriegt. Mein Mulli! Und das Gepäck! Er ist sowieso tot. Lass mich deine Kerzen wieder anzünden. Vielleicht kann ich eine von diesen hier locken. Ach. Ich nehme die seltsame Larve mit. Da kommt der Larvenmann, also der Mottenmann, kommt raus. Während die Schläge mit der Spitzhacke des Goldsuchers hier noch in den Ohren dröhnten, setztest du deinen Weg fort. Ein Augenblick. Ein grässlicher Schwarm Insekten sammelte sich um dich.
Reptilien huschten und glitten um deine Beine. Nun warst du umgeben von Sumpfgebiet. Wir gehen hier lang. Dead Cat. Bitte gib mir Papyrus. Ja, Slevy ist auch gut. Wir nehmen Slevy mit. Wir gehen über die Holzschnitzerin. Gepäck habe ich ja genug eigentlich. Kamst du der alten Holzschnitzerin, die dich mit durchdringendem Blick ansah? Nach einem überlangen Moment der Stille bot sie dir ihre Schnitzereien an. Nimm mal den Hirschkopf mit, aber wir machen wieder Wolf. Du bittest dich, um ihre Ware in deinen Rucksack zu verstauen. Als du wieder aufsahst, war die uralte Frau verschwunden. So, wieder Fight. Mach weiter. Seltsame Larve. Oh mein Gott, der hat einen Eisvogel. Wie mache ich das jetzt am besten? Spiel die seltsame Larve aus, der Mottenmann erstmal. Ich muss das irgendwie ausgleichen. Nutze mich klug. Ich muss den Schaden, der die Eisvögel machen, ausgleichen. So, wir haben den Mottenmann. Ich setze hier mal das Wolfsjunge. Und er ist tot. Perfekt. Der Mottenmann ist noch recht OP. Aber ich hätte gerne Papyrus, oder? Komm schon! Dead Cat. Ich nehme Dead Cat mit. Wir gehen über den Pilz. Ich weiß halt nicht, was der Pilz-Ding macht. Hast du uns zwei gleiche gebracht? Wir würden gerne experimentieren. Oh. Du wirst eine Kreatur von uns nehmen. Ich nehme die Buschratte. Und wieder Fight. Sei gegrüßt. Wir haben Dead Cat gekriegt direkt. Sehr gut. Levi braucht zwei Knochen. Die habe ich gerade leider nicht. Wir haben ihn gut. Über was gehe ich hier am besten? Ich gehe hier lang. Mach Knochen. Coyote, 4 Knochen. Coyote ist halt extrem teuer, ne? Oh ne, Zauberfight. Shit. Wir werden Dubletten brauchen. Eine für jeden von uns. Ja, wir haben die Buschratte, aber was bringt es? Du willst vielleicht... Wende deine Augen ab. Du hast jetzt nur noch eine Karte Buschratte. Ist sie stärker? Wenn du doppelte Karte verbindest, werden sie stärker. Okay, wäre gut gewesen, wenn man es vorher gewusst hätte. Ja, Insekten hinterlassen den Schwanz. Ich bin's wieder. Und die seltsame Larve. Erstmal mit dem Ochsenfrosch hierhin. Er kommt mit sehr vielen Bienen. Ich mach die seltsame Larve mal hier hin. Ah.
Ein Eichhorn und dann hier das Hermelinhen. Okay, wir haben den Mottenmann. Ich brauche erstmal eine Karte. Kaninchenfell. Das war ein Fehler. Shit. Das war jetzt gerade gar nicht gut. Aber wir haben gewonnen. Dank dem Mottenmann. Zauberfights sind halt wirklich immer extrem kritisch. So, bitte OP-Karte. Mist. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Stupid. Wir brauchen aber die Leichenmaden. Wir werden Dubletten brauchen. Eine für jeden von uns. Oh. Du wirst eine Kreatur von uns nehmen. Die Elster. Dann wird die Elster stärker. Das ist auch nice. Oh, Kampf gegen Fischer. Du sahst einen ungeheuren Mann an einem schlammigen Teich kauern. Er schien Fleischbrocken aus einem toten Fisch zu reißen. Einige der Brocken warf er zurück zum Teich, wo schaurige Vögel sie wegschnappten. Und einige stopfte der grobschlächtige Mann sich unachtsam in den Mund. Du bringst Fisch frisch? Wählen leicht. Ah, dieser Geruch. Er kommt mit einem Eisvogel. Mach ich hier das Hermelin hin? Hier die seltsame Larve und hier die Stinkwanze. Muss ich ihn natürlich blockieren. Jetzt haben wir den Mottenmann. Genau, jetzt ist er draufgegangen. Jetzt kommt er mit den Haifischen. Fischen, geh! Dead Cat haben wir. Fischen, geh! Ja, er ist tot. Der Mottenmann hat ihn gekillt. Ja, Mann. Wir müssen, glaube ich, einmal noch beim Jäger vorbei. Deine Leben sind wiederhergestellt. Vielleicht kann ich einen von diesen hier locken. Ich nehme einen Maulwurfsmann. Er ist ein guter Tank. Der widerliche Gestank des Anglers ließ allmählich nach, als du deinen Weg fortsetztest. Ein Augenblick. Das wohltuende Gefühl frischer Luft wich schnell einer Mark gefrierenden Kühle. Wo sich der Weg befand, der vom Schneefall immer mehr verdeckt wurde, konntest du nur erahnen. Du hattest die Schneegrenze erreicht. Okay, direkt erstmal eine Prüfung. Prüfung der Weisheit. 3 Siegel, 4 Angriffskraft oder 5 Knochen. Wir nehmen Angriffskraft. Möge die Prüfung der Kraft beginnen. 1, 3... Ja, das reicht. 1 von der Karte Hermelin, 2 von der Karte Coyote, 4 von der Karte Buschratte. Geschafft. Der bringt mir nichts, weil er 3 kostet. Das Hirschkalb, das du unendlich opfern kannst. Ich nehme das mit. Wir gehen über Fähigkeiten. Wen opfern wir?
Können wir für den Maulwurfsmann was machen? Ich hab Dead Cat. Ich hab doch noch eine andere Karte gekriegt. Ah, die hat schon ein Siegel, ein zusätzliches. Ich hätte gesagt, wir opfern die Leichenmaden auf den Maulwurfsmann, weil dann wird der Maulwurfsmann, wenn ich ihn auf der Hand habe, direkt gespielt. Das wäre sehr vorteilhaft, darum. Also, was hat er gespielt? Truthahngeier. Das könnte kritisch werden, der Truthahngeier. Mach die seltsame Larve hin. Direkt ein Dreier-Hit, das ist nicht gut. Mache ich das jetzt am besten? Ich muss mir ein Auge ausstechen, sonst verliere ich das hier. Dann kann ich jetzt noch mal eine Runde warten. Jetzt habe ich den Mottenmann. Setze ich hier den Maulwurfsmann hin. Was ist das? Das Hirschskalb. Dann mache ich hier das Eisopossum hin. Und hier Slevy. So. Okay, er hat sich überlebt, zum Glück. Ich nehme an, du würdest das Auge, das du verloren hast, gerne ersetzen. Wir nehmen das da hier. Die Wahl ist endgültig. Oh yes, wir kriegen eine Todeskarte. Bitte, bitte, bitte. Ach Mist. Nehmen wir Stupid mit halt. Ich hatte jetzt gehofft, ich krieg Papyrus oder so, aber leider nein. Wen opfern wir? Hätte gesagt, Stupid für Slevy. Sehr gut. Slevy ist eine übelste OP-Karte geworden. Dann weiter. Wieder ein Fight. Hallo, wieder mal. Maulwurfsmann und der Elch. Ah, shit, der Elch ist mühsam. Der Elch ist sehr mühsam. Ich nehme erstmal ein Eichhörnchen mit. Spiele ich Slevy hier hin. Sehr gut. Dead Cat. Sehr gut. Sei gegrüßt. Die Stinkwanze. Das ist gerade sehr gut gelaufen. Dann wieder ein Eichhörnchen mit. Zack, zack, zack. Und da hat es ihn. Bitte, bitte, bitte eine Todeskarte. Please. Please, gib mir eine OP-Karte. Mist! Ich nehme Mantis. Lagerfeuer. Das warme Licht eines Lagerfeuers war ein willkommener Anblick. Doch die 10 hungrigen Augen ringsum trüben die Begrüßung. Willst du deine Kreatur am Feuer wärmen, um ihre Kraft zu steigern? Fragte einer.
Wir nehmen den Mantis, oder? Ja, Mantis. Sicher kann die Kreatur noch mächtiger werden. Doch du würdest einen weiteren Augenblick am Feuer riskieren müssen. Wir riskieren es. Nein, Mist! Bevor du reagieren kannst, stürzt sich ein der Überlebenden auf die Kreatur. Ein anderer stach mit einem Speer auf sie ein. Du wandtest den Blick ab, als ein grotesker Fressrausch folgte. Blut und Knochen flogen nach links und rechts, während du dich zurückzogst. Wir haben gerade einen Mantis verloren. Beschissen. Die Knochen kannst du behalten. Das war jetzt gerade unvorteilhaft. Ah, oh, Mister hat sich... Oh. Das könnte jetzt richtig schief gehen hier. Stelle ich ihm die eine Karte. Okay, man hat sich jetzt auch gerade entwickelt. Sehr gut. Komm schon. Hat eigentlich gerade auf eine Knochenkarte gehofft, jetzt überlebe ich es nicht. Schade. Das war jetzt ein Fail. Wann wird ein würdiger Herausforderer erscheinen? Der Jäger. Meine Fälle sind sauber. Holt ihr eines kostenlos? Ein goldenes und zwei Hasenfälle. So. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Schnitzerin oder Feuer? Ich gebe Schnitzerin. Die greise Holzschnitzerin erschien vor dir. Sie bewegte sich trotz ihren Honorades mit einem gewissen Elan. Das ist alles beschissen. Nehmen Schlangenkopf, aber trotzdem die Wölfe, so. Die grauhaarige Frau sammelte still ihre Schnitzereien ein und ging fort. Hat sich sehr viel gebracht. Okay, ich hätte gesagt, wir widmen uns das nächste Mal wieder dem Jäger. Bedanke mich herzlich fürs Zusehen, schaut gerne meinen anderen Projekten vorbei. Hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal.